is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unduldsamkeit und Verfolgung. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen. Haben Sie mein Wort gehalten, so werden Sie eures auch halten. Verfolgung ist in ihren verschiedenen Formen die Entwicklung eines Prinzips, das so lange existieren wird, wie Satan besteht und das Christentum Lebenskraft besitzt. Keiner kann Gott dienen, ohne den Widerstand der Heerscharen der Finsternis gegen sich hervorzurufen. Böse Engel werden ihn angreifen. Sie fürchten, sein Einfluss könnte ihnen ihre Beute entreißen. Böse Menschen, denen sein Vorbild zum Vorwurf wurde, werden sich miteinander verbinden, um zu versuchen, ihn durch verführerische Versuchungen von Gott zu trennen. Wenn ihnen das nicht gelingt, dann wird starker Druck eingesetzt, um das Gewissen zu zwingen. Doch solange Jesus als Mittler der Menschen im oberen Heiligtum bleibt, werden Herrschende und Volk den zügelnden Einfluss des Heiligen Geistes spüren. Immer noch herrscht er in einem gewissen Ausmaß über die Gesetze des Landes. Gäbe es diese Gesetze nicht, dann würde der Zustand der Welt wesentlich schlimmer sein als jetzt. Während viele unserer Regierenden aktive Werkzeuge Satans sind, hat auch Gott seine Werkzeuge unter den führenden Männern der Nation. Der Feind wirkt darauf hin, dass seine Diener Maßnahmen vorschlagen, die das Werk Gottes stark behindern würden. Doch werden gottesfürchtige Staatsmänner von heiligen Engeln beeinflusst, um gegen solche Vorschläge mit unschlagbaren Argumenten zu widerstehen. Sie werden einige wenige Menschen eine mächtige Flut des Bösen in Schach halten. Der Widerstand von Seiten der Wahrheitsfeinde wird eingedämmt, sodass die Botschaft des dritten Engels ihre Aufgabe erfüllen kann. Wenn der letzte Warnruf ausgestoßen wird, wird er auch die Aufmerksamkeit dieser führenden Menschen auf sich ziehen, durch die der Herr jetzt wirkt. Und einige von ihnen werden die Warnung annehmen und während der Zeit der Trübsal auf der Seite des Volkes Gottes stehen. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott. In den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das große Werk der Evangeliumsverkündigung soll nicht mit einer Bekundung der Macht Gottes schließen, die geringer ist als die, die seinen Anfang kennzeichnete. The Lord is coming. Are you ready?